Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. So, wir machen uns auf den Weg zurück, um die Nachricht endlich mal zu holen, die wir jetzt eigentlich an Satoras überbringen sollten. Was haben wir denn hier? Das sieht aber auch schick aus. Kriegt man das irgendwie auf, das Gitter? Da ist irgendwie sowas, was so flackert. Ist hier irgendwas zum Aufmachen? Sieht auch so komisch aus, aber nein. Ich will da rein. Leute, hier ist auch so ein komischer Gang, ne? Den habe ich mir auch nicht großartig angeguckt. Ist da vielleicht irgendwie ein geheimer Schalter oder sowas? Davon gibt es hier in diesem Spiel jede Menge. Okay, hier komme ich auch nicht rein. Vielleicht kann ich ja Satoras dazu noch ein bisschen was fragen. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück. Und guck mal, ob er mir dazu was sagen kann. Menschenskinder. Satoras, erzähl mal. Hey, du. Okay, er kann mir nichts dazu sagen. Du vielleicht? Schon was Neues herausgefunden? Es hat sich bestätigt. Die alte Kultur hat tatsächlich an Adanos geglaubt. Na, das freut dich mit Sicherheit als Wassermagier. Aber meine Frage konnte dir nicht beantworten. Gut, alles klar, dann gehen wir halt einfach zurück. Habe ich auch kein Problem mit, auch wenn es gerade stockdunkel ist, oder? Wie spät ist es? 2.34 Uhr. Na, dann wird es noch eine ganze Weile dauern, bis es hell wird. Sehr schön, ich freue mich. Aber zumindest haben wir den überwiegenden Teil des Weges freigeräumt. Natürlich jetzt äußerst ärgerlich, dass ich wirklich diesen Brief vergessen habe mitzunehmen. Ich weiß aber auch nicht warum, weil ich habe den immer automatisch mitgenommen. Oh, das ist aber ein krasser Farbwechsel jetzt. Das könnte jetzt in den Augen etwas wehtun. Bei mir tut's das auf jeden Fall jetzt erstmal. Da hinten ist ein Snapper. Dann laufen wir mal wieder. Moment. Das ist der falsche Weg. Ich wollte eigentlich da hoch. Auf die große Pyramide. Schwarzer Goblin. Ah, hier ist echt verdammt viel los, monstermäßig, muss ich sagen. Junge, Junge. So, hier hatten wir schon alles ausgeplündert. Da bin ich definitiv nicht runtergekraxelt. Ja, stimmt. Ich bin hier über die Ecke. Nicht so weit runterfallen, Mensch. Sonst wird das ein böses Ende nehmen. So, gut. Jetzt sind wir zumindest hier schon mal heile weg. Ich könnte jetzt eigentlich, wenn ich schon mal hier hinten bin, versuchen, Dragomirs Armbrust zu holen. Ach so, und die Sonnenaloe wollten wir ja auch holen. Okay, alles klar, dann tun wir das einfach mal. Es sei denn, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, hier ist noch irgendeine Quest zwischendurch, die ich jetzt nicht bewältigen könnte. Scavenger. Oh, ein schlafender Scavenger. Na. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Na, ganz großartig. Das ist übrigens der Punkt, an dem viele Systeme damals den Geist aufgegeben haben. Wenn man alles auf hochgestellt hat. Wenn man in der Stadt Korinnes war und es angefangen hat zu regnen, hat es plötzlich tierisch angefangen zu ruckeln. Das war bei mir auf jeden Fall so. Und ich bin mir fast sicher, dass ich nicht der Einzige war. Deswegen. Habe ich eine Fackel dabei oder sowas? Oder habe ich es gerade übersehen? Klar habe ich Fackeln dabei. Da. Jede Menge sogar. Ist nur blöd, dass man für den Bogen zwei Hände braucht, ne? Also werde ich sie wohl immer wieder aufheben müssen. Oh. Haben wir gerade einen Blitz gesehen? Es kommt eigentlich auch relativ selten vor, dass man hier einen Blitz sieht. Ja, wenn man diese Fackel hat, geht ja plötzlich ganz, ganz
sachte nur zur Seite. Liegt wahrscheinlich daran, dass er sonst die Flamme ins Gesicht kriegt, aber das ist ja vollkommen Bockwurst. Dann kann er ja die Fackel so ein bisschen nach vorne halten. Oh, hallo. So ein bisschen nach vorne halten. Und dann wäre gut. Mensch. Zieht mir doch nicht so viel ab. Blöden Viecher. Eigentlich wollte ich ja nur Kräuter sammeln, aber wenn ihr ja Stank machen wollt, nur weil ihr nicht schlafen könnt, das ist dann nicht meine Schuld. So. Also zu dieser Tageszeit spare ich es mir einfach mal, hier so ganz penibel alles aufzuheben. Ich glaube hier... Ah ja, genau. Da sind Blutfliegen. Was zur Hölle? Was war das denn jetzt? Warum ist der... Habe ich die anderen beiden Warnungen nicht gehört? Oder was? Unfassbar. So, ihr seid auf jeden Fall jetzt auch am dransten. Bedankt euch bei eurem Freund. Ja, komm, stirb. Jawohl, so will ich das sehen. Ist es hier sicher? Da hinten ist ein Irrlicht, aber die sind nicht wirklich gefährlich. Die nerven einen nur so ein bisschen. Aber ansonsten tun die eigentlich nichts. So, bitte nimm die Fackel. Nimm bitte die Fackel. Danke. Ich muss mich mal ein bisschen heilen. Weil der eine Scavenger hat mit einem Biss so viel Schaden gemacht. Das war echt nicht feierlich gerade hier. Gut, aber wir haben ja uns mit 5 Fleischstückchen schon relativ gut wieder beisammen gefliegt und so. Passt schon. Kein Grund ärgerlich auf das Ganze hinabzublicken, aber wenn der Lurker jetzt angreift, wäre das durchaus ärgerlich. So, mal gucken. Ich glaube nämlich, dass da oben alles voll ist mit Snappern. Die ich natürlich noch nicht besiegen kann. Ich glaube, das war so eine Quest. Da ist nämlich der Jäger und der will nämlich da vorne die Snapper wegmachen. Wegjagen, töten, wie auch immer. So, mal gucken. Spricht damit automatisch an? Nein, tut er nicht. Das ist sehr gut. Da sind die Snapper. Reagieren die, wenn ich hier ganz am Rand langlaufe? Ich hoffe nicht. Aber es könnte schon wieder eng sein, ne? Weil die können ja sehr gut gucken. Wie wir schon festgestellt haben. Na komm. Nein, sie stehen da immer noch. Waren das nicht eben noch 3? Wo ist der dritte? Ach, da ist er ja. Ich habe den gerade nicht gesehen. Okay. Und da liegt sie auch schon, die Sonnen-Aloe. Und da hinten ist der schwarze Troll. Den wir jetzt auch gleich mal von vorne sehen. Ich kann ihn ja ein bisschen reizen. So, da haben wir jetzt gesehen und jetzt ganz schnell weg. Weil von dem verprügelt werden möchte ich nicht. Goblinbären, das freut mich auch. So, da ist eine Steintafel, die hätte ich gern. Es ist nur die Frage, komme ich da hin, ohne entdeckt zu werden? Ich versuch's mal auf diesem Wege. Wenn es jetzt nicht zu knapp hier ist. Nein, ist es nicht. Weltknöterich freut mich auch. Mal gucken, was diese Tafel hier bewirkt. Na gut, das wird wahrscheinlich wieder irgendeine... Warum ist das hier so laut? Bogenschützen. Lebensenergie. Warum habe ich... Ach so. Ja klar. Magie. Wobei Magie kann ich... Nee, das war Geschicklichkeit, ne? Genau, das war Geschicklichkeit. Irgendwann werde ich es auch drauf haben. Einhandkampf. Das können wir eigentlich so machen, oder? Rein theoretisch. Ich lasse es trotzdem erstmal.
Wichtig wäre ja eher Zweihandkampf, damit wir mit dem großen Zauberstab umgehen können, weil den werden wir deutlich länger benutzen als den kleinen. Die haben uns nicht entdeckt, alles klar. Sehr schön. Ach, hey, bleibt doch nicht hängen. So, hier hängt nämlich eine Waffe. Beim Add-on ist es die Kriegskeule. Ich glaube, beim im normalen Gothic 2 ist es dann der Steinbrecher. Eine durchaus legitime und gute Waffe. Aber hier ist es halt diese andere Waffe. Da werden wir gleich mal gucken, was die so braucht. Nichts zu plündern. Und was die für Schaden macht. So, dann zeig mal her hier. 50 Stärke, 50 Schaden. Also wieder total für den Garten, diese Waffe. Nicht nur für uns, sondern allgemein. Das ist das, was mich an diesem Add-on anstinkt. Das ist alles ist so. Man braucht genauso viel Stärke, wie man Schaden machen will. Das ist einfach nur sinn- und zwecklos. Weil man muss ja auch lernen, mit dem Schwert umzugehen oder mit der Keule. Und dadurch verplempert man halt so viele Lernpunkte, dass es fast schon unmöglich wird, auf eine bestimmte Waffe hinzuarbeiten. Das finde ich halt so ein bisschen traurig. So. Was haben wir hier Schickes? Das ist auf jeden Fall ziemlich, unübersichtlich hier hinten. Hier sieht man nichts, aber anscheinend gibt es ja keine Gegner. Ich zoome mal die Kamera ein bisschen näher ran. Ah, Pilze! Das freut mich. Pilze sind immer gut. Pilze bedeuten Geld. Gerade dann, wenn es Butlerfleisch ist. So, Pflanzen haben wir hier noch. Oh, hab ich mich jetzt erschreckt, ey. Dieser blöde Rabe. Oder Krähe, was auch immer das war. Ja, ich habe da gerade noch was entdeckt. Hier ist nämlich eine versteckte Höhle. Hier. Mal gucken. Hier wird zwar auch wieder irgendwas drin sein, was wahrscheinlich stärker ist als wir. Na, Minecrawler. Auf jeden Fall stärker als wir. Da ist einfach nur Flucht angesagt momentan. So, wir sind jetzt an... wir haben ja jetzt einen neuen Tag erreicht. Deswegen würde ich jetzt sagen, probieren wir einfach mal ein bisschen Mana zu kriegen, beziehungsweise ein bisschen Stärke oder Geschicklichkeit. Man kriegt ja hier alles an dem Ding. Wenn man 100 Goldstücke spendet. Was war bei 50 Goldstücken nochmal? Lebensenergie. Gut, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir müssen eher das Vorhandene schützen, als dass wir das irgendwie erweitern. Gut, dann nehmen wir wieder 100 Goldstücke, damit wir etwas richtig Wichtiges dazu bekommen. Mana plus 1, das ist aber ein bisschen ärmlich, oder? Also ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Na, was soll's. Da vorne ist ein Locker, ich glaub's nicht. Wir können ja weglaufen, wir haben genug Platz. Dann machen wir das auch. Ich hoffe, wir sind schnell stark genug, um dieses blöde Vieh endlich zu beseitigen. Weil die gehen mir echt auf den Keks. Wir können ja mal das Irrlicht da beseitigen. Ja, das jetzt hat es uns gerade erkannt. Und jetzt verfolgt uns das überall hin und nervt uns die ganze Zeit. Verwirrt uns und lenkt unseren Kampffokus natürlich auch ab, wenn man das jetzt so sieht, ja. Also am besten beseitigen, wenn ein so ein Irrlicht einmal ertappt hat. Wobei das gar nicht so einfach ist, weil das halt die ganze Zeit umherspringt. Jetzt komm her. Ich nehme den Bogen. Ist mir vollkommen egal. Dann nehme ich halt den Bogen. Da ist es nämlich egal, wo du bist. Ja, sehr gut. ...40 Erfahrung kriegen wir dafür. Die hinterlassen auch nichts. Steintafel.
Über Steintafeln freue ich mich immer. Anscheinend ist hier sonst nichts los. Wir haben anscheinend so gut wie alles getötet, was hier war. Ja, wir haben jetzt aber eine Dragomirs Armbrust nicht gefunden, ne? Wo war die denn? Ach, dafür musste ich in den Wald daneben rein. Aber da wimmelt's wieder von Viechern, deswegen machen wir das einfach mal später. Und jetzt mache ich einfach nur den Weg zurück in die Hafenstadt. Das heißt, ihr könntet ab diesem Zeitpunkt eigentlich abschalten und den nächsten Part anschauen. Ach so, der Part ist sowieso vorbei, sehe ich gerade. Die Zeit ist schon wieder um. Ja. Okay, dann machen wir es einfach so. Ich beende den Part und in der nächsten Folge sehen wir uns dann direkt in der Hafenstadt wieder, weil hier wird jetzt zwischendurch nichts passieren. Es sind keine Monster mehr da oder ähnliches. Deswegen werde ich das einfach mal rauscutten. Ja, wie gesagt, dann bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.